Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ja, Wettbewerb ist anstrengend. Wettbewerb bedeutet, man muss Energie und Aufwand betreiben, um sich durchzusetzen. Aber Wettbewerb hat seinen Sinn und eine ganz wichtige Funktion. Wettbewerb sorgt nämlich dafür, dass sich die guten, die besten Produkte durchsetzen. Wettbewerb sorgt für mehr Angebotsvielfalt. Wettbewerb sorgt für Innovation. Wettbewerb, meine Damen und Herren, ist eine Grundlage unserer sozialen Marktwirtschaft und hat damit eine ganz elementare Bedeutung in unserer deutschen Wirtschaft. Aber wir sehen eben auch, dass heute, dass in der digitalen Welt, in der digitalen Wirtschaft oft anders gespielt wird, dass Regeln uminterpretiert werden, dass das Spiel mal eben auf einen anderen Teil des Spielfelds verlagert wird, wo die Regeln vielleicht nicht greifen, dass sich Marktmacht eben bei einzelnen Plattformen, wir haben das eben schon gehört bei der Staatssekretärin, bei Gatekeepern, also solchen, die den Zugang für Angebote, für digitale Dienstleistungen wie Apps zum Beispiel kontrollieren. Wir könnten ja mal schauen, wie viele unterschiedliche App-Stores wir so auf unseren Handys hier im Rund zusammenbekommen, vermutlich zwei. Und das bedeutet also, dass hier die Macht auf wenige Unternehmen, auf wenige Plattformen in der digitalen Welt immer mehr konzentriert wird. Und das, meine Damen und Herren, das ist ein Problem. Wir müssen also die Spielregeln anpassen. Wir müssen die Spielregeln einem Update unterziehen. Und meine Damen und Herren, das wollen und das werden wir sicherstellen mit dem hier vorgelegten Gesetz. Natürlich haben auch Konsumenten ihre Aufgabe und ihre Rolle darin, dass wir eben nicht nur vielleicht bei der Suchfunktion die obersten drei Ergebnisse uns ansehen, die vielleicht inzwischen nur noch sehr schlecht als Werbung gekennzeichnet sind und eigentlich aussehen wie ein normales Suchergebnis. Ja, auch wir haben da vielleicht unsere ganz eigene Verantwortung. Es kann doch aber auch nicht sein, dass es Unternehmen eben erlaubt ist, solche Suchergebnisse besser und weiter oben zu ranken und uns anzuzeigen, die eben vielleicht andere Daten zur Verfügung stellen, mit denen dann vielleicht die Suchmaschine ganz andere Dinge noch anfangen kann als die Daten, die für das eigentliche Ergebnis notwendig sind. So ein Missbrauch tatsächlich von Konditionen, den darf es in Zukunft nicht mehr geben, meine Damen und Herren. Wir müssen auch uns sehr genau anschauen, ob ich erwähne jetzt hier vielleicht mal sehr konkret, damit man auch sieht, Wettbewerbsrecht ist was ganz Alltägliches in unserem Alltag. Wir müssen eben auch gucken, dass so etwas wie die 30% Apple-Tax, wir sehen das an der Auseinandersetzung mit Spotify, eben nicht mehr in Zukunft der Realität angehört. Das ist also ein Unternehmen, wo auf einem Musikstreaming-Markt 70% ungefähr der Einnahmen für die Rechteinhaber der Musik draufgehen, plötzlich die anderen 30% Apple für sich in Anspruch nimmt und damit ein ganzes Geschäftsmodell just in dem Moment kaputt macht, wo man ein eigenes Produkt mit Musikstreaming auf den Markt bringen möchte. Das, meine Damen und Herren, das können wir nicht akzeptieren. Und hier müssen wir mit dieser Novelle des GWBs noch deutlicher, noch klarer Schranken setzen. Dieser Marktmissbrauch, meine Damen und Herren, den darf es in Zukunft so nicht mehr geben. Wir werden also präventiver, wir werden proaktiver mit dem inzwischen ja schon berühmt gewordenen Paragraphen 19a, wo es eben um die überragende Marktmacht geht, werden wir Unternehmen von vornherein Verhaltensregeln aufzwingen, muss man ja fast sagen, nämlich vorgeben, damit sie ihre Wettbewerbsstellung nicht ausnutzen können. Wir werden die Selbstbegünstigung beschränken und vermeiden. Wir werden den Konditionenmissbrauch entsprechend aus dem Markt heraushalten. Und wir werden die Bedeutung von Daten in der Frage des Wettbewerbs stärker herausstellen. Meine Damen und Herren, wir führen also einen Paradigmenwechsel mit diesem Update des Wettbewerbsrechts durch, auf den Europa, auf den die Welt sehr interessiert schaut. Er ist wichtig, er ist richtig. Wir werden aus einer guten Gesetzesvorlage ein noch besseres Gesetz im parlamentarischen Verfahren machen. Ich freue mich darauf. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Moers. Nächster Redner ist der Kollege Michael Theurer.